jetzt spiele ich dir den Übergang vor, wie das dann klingt, zum letzten Teil. Und diesen Teil, den lernen wir jetzt noch. Wir haben bereits alle anderen Teile mit Bass gelernt. Darum geht es jetzt noch an den letzten Teil. Und zuerst wieder die Melodie. Zuerst haben wir einen Auftakt. Oder wenn du keine Hände hast, so. Gleich Ton Vierte, drei Knöpfe frei. Und dann geht's auf Druck los. Mittelfinger am Gleichton hier, Zeigefinger dazu, ein Ton frei und der kleine Finger. Gleicher Griff und jetzt dieser. Noch einmal. Dann wieder die anderen beiden. Und jetzt der Kleine bleibt liegen und diese rutschen runter und auf Zug. Jetzt springen wir mit dem ganzen Griff in die zweite und zurück. Noch einmal zur Wiederholung. Und jetzt springen wir wieder in die zweite, allerdings einen Ton höher. Zuerst waren wir hier. Dieser. Und jetzt haben wir aber einen Ton höher und der kleine Finger ist in der dritten Reihe. Und dann wieder Druck, vierte. Und das sind schon alle Griffe, die wir brauchen. Das wiederholen wir jetzt noch einmal. Wieder Auftakt. Das ist dieser letzte Teil und gleich eins vorweg. Dann kommt noch einmal die Strophe und zum Schluss noch einmal dieser Teil und da ist der Schluss dann nicht mehr so, sondern hört ihr dazu aber dann gerne das durchgespielte Lied von mir ganz am Anfang des Videos an. Wir lernen jetzt den Bass dazu. Wir haben ja zuerst hier den Übergang. Und zuerst Grundbass und Akkord in der vierten auf Zug, plus den Auftakt. Und jetzt ist quasi das Finale des Stücks. Hier können wir wirklich richtig Gas geben. Und jetzt ganz normaler Polka-Bass auf Druck in der vierten Reihe. Und jetzt auf Zug. Druck. Hier beide gemeinsam. Dann noch einmal dasselbe. Dann kommt die Wiederholung. Und so weiter. Und wie gesagt, beim letzten Mal kommt dann nicht mehr dieser Schluss, sondern im Bass also. Und das ist jetzt der gesamte Bozner Bergsteigermarsch. Du hast Großes geleistet und kannst ihn jetzt, wir wiederholen zum Abschluss noch einmal den letzten Teil.
Ja, ich glaube, der Begriff Lernvideo ist ja nach diesem Video bei dir sicherlich klar. Und wenn du das komplette Stück und weitere Lernvideos lernen möchtest, dann folge einfach auf dem Link im Beschreibungstext und dann bist du schon in unserem Mitgliederbereich und kannst dir ganz, ganz viele tolle Harmonika-Stücke selbst dann auch lernen.